Hallo und herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Runde mit unserem Magier-Deck. Neue Saison, neues Glück. Wir sind gespannt, auf was wir für Gegner treffen. An den ersten Tagen ist das natürlich immer so, dass auch die ganzen Legendären natürlich sofort losrennen und auf die noch kleinen Spieler treffen werden. Deswegen können wir eigentlich gespannt sein, was wir jetzt für einen Gegner entsprechend bekommen werden. Und es ist Magier gegen Magier. Okay, das könnte interessant werden. Unsere Starthand ist für einen Magier gar nicht so schlecht. Deswegen lassen wir sie mal entsprechend da. Und schauen, was er... Ja gut. Wie er jetzt gleich auf uns reagiert. Wir spielen erstmal unseren Mana-Wurm. Weil wenn er jetzt was Großes spielt, können wir in der nächsten Runde den Froschblitz spielen. Spielt er was Kleines, haben wir unsere... Ja, er spielt was Kleines. Haben wir immer noch unsere Heldenfähigkeit. Beziehungsweise können hier auch gleich... Er hat eh keine Waffe. Somit können wir eigentlich hier gleich einen Goose spielen. So, einmal... Schauen wir, was er darauf antwortet. Okay, er will was Größeres spielen. Wir haben viele Geheimnisse. Okay, er will ein Geheimnis. Es könnte jetzt natürlich ein Gegenzauber sein. Damit müssen wir rechnen. Und es war Gott sei Dank kein Gegenzauber. Ja, schauen wir mal nach. Okay, da liegt nichts. Wir schauen, ob es ein Kopierer das ist. Licht beschützt mich. Das war's. Nein, das ist kein Kopierer, kein Spiegelbild. Dann könnte es immerhin noch Eisbarriere sein. Wir haben viele Geheimnisse. Oh, jetzt kriegen wir den gesamten Quatsch hier ab, oder was? So, müssen wir leider reinnehmen. Ich kämpfe. Jetzt könnte es zerstäuben sein. Da ist zerstäuben. Zack. Und da haben wir auch nochmal Eisbarriere. Haben wir beide vernichtet. Das heißt, wir können wieder schön in den Angriff gehen und spielen uns noch Kartenzieher oder... Nein. Spiel mal ihn aus. Das scheint irgend so ein ich wehr mich gegen alles Deck zu sein. Es wirkt auf jeden Fall im ersten Moment so ein bisschen. Ja, ich wehr mich gegen alles. Gut. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, ob es Spiegelbild ist. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Das ist kein Spiegelbild. Dann könnte es immerhin noch zerstäuben sein, deswegen starte ich mit ihm hier. Nein, noch eine Ace-Barriere. Okay, der Junge hat echt, hat sich glaube ich echt alle Miracles oder alle Geheimnisse reingenommen, wo es irgendwie gab. Du nicht nehmen Kerze. So, da liegt ein Zweierschaden, das ist schön. Ich hätte alles andere hätte ich eingefroren, aber nicht den. Ja, das ist natürlich blöd jetzt für ihn. Wir müssen leider seine Karte wegnehmen. Einmal. Dann buffen wir ihn noch ein bisschen. Und alles geht logischerweise ins Gesicht. Plus wir spielen noch einen Yeti. Also wir haben eine sehr, sehr starke Bordkontrolle. Die sollte er aber eigentlich nicht so leicht wegkriegen. Er müsste jetzt zwei zusätzliche Zauberschaden spielen.
und noch ein Mana-Wurm kommt. Diese Runde geht ab. Ja. Also das war sehr, sehr leicht. Ich habe noch nie, glaube ich, so ein Deck gesehen, wo komplett alle Geheimnisse irgendwie. Ja. Bringt eigentlich gar nichts. Das macht, verwirrt eigentlich nur eher den Gegner, weil man immer sich überlegen muss, wie spiele ich die jetzt aus, wie spiele ich die jetzt aus. Ja, schreibt mir einfach unten in die Kommentare, was ihr zu der Taktik haltet, ob es da dafür irgendwelche Decks gibt, die wirklich darauf setzen, dass man alle Geheimnisse irgendwie drin hat. Ja, ganz komisch. Ansonsten sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Bis dann, ciao, ciao.